Hi und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wir sind bereits bei Folge 41, haben hier... okay, ich dachte, ich höre gerade einen Zombie, haben hier alles Mögliche zusammengeschraubt und werden uns jetzt mal wieder darum kümmern, dass wir unsere Festung drüben ein bisschen besser hinbekommen. Ich guck mal, wir haben leider keine... ich guck mal, Axt... Eier... da ist sie. Mal so. Okay. Dann crafte ich die einmal. Ich hab noch... Oh, ich hab nichts mehr von dem Forged Iron. Da ist es so. Wie viel können wir davon herstellen? Machen wir mal 30. Wenn das gerade eben eh schon an ist, können wir hier auch noch den Kram reinschmeißen. Und hier ein bisschen Eisen dazu packen. Und der soll das hier mal schön zusammenbauen. Achso, hier unten haben wir noch eine Axt. Okay. Wir haben noch eine, die lag da nur drinne, deswegen habe ich die gerade übersehen. Okay, dann kann das erstmal warten. Und wir ziehen mal los nach drüben. Ich schnapp mir mal unseren neuen Bogen. Den wollen wir natürlich auch gleich ausprobieren. Geh erstmal hier runter. Komm ich mal um. Sieht alles gut aus hier. Wir werden auf jeden Fall, deswegen habe ich die Axt mitgenommen, ein paar Bäume fällen müssen, weil wir auf jeden Fall viel Holz brauchen. Das Problem an der ganzen Sache ist... ich habe eine Idee. Wir gehen nochmal kurz hoch. Ich besorge mir für die anstrengende Arbeit einfach noch Kaffee. Mal, haben wir, hier haben wir doch Kaffee drin, oder? Ich nehme mal das mit, das mit. Könnten wir hier, glaube ich, Kaffee herstellen auch noch. Schmeiß den schon mal an, der dauert ja nicht lange. Und wir haben hier auch Kaffee noch drinne. Super. Das habe ich dabei, damit ich unten noch Sachen aufbereiten kann. Okay. Ich will mal kurz was ausprobieren. Wir haben ja hier diese Kohle. Checken wir das kurz mal. Nee, okay. Das geht nicht. Ich dachte, dass es gibt doch hier dieses Wasser. Aber damit kann ich das nicht zusammenbasteln. Ist aber nicht so schlimm. Wie sieht es hier aus? 25 Sekunden. Okay, die bleiben mal noch kurz hier. Können wir hier den noch kurz anmachen. Ich sehe auch gerade, wir brauchen da auf jeden Fall noch Kohle. Ja, die läuft hier nämlich auch in 3 Minuten ab. Hier haben wir ja diese ganzen Stühle drin. Da haben wir... 159 Minuten Zeit. Das ist auf jeden Fall gut. So, hier nehme ich jetzt den Bereich mit. Den Kram mache ich aus, schmeiß dafür hier oben die Kohle rein. Und dann düsen wir los. Haben wir jetzt nämlich den Kaffee bei, mit dem wir... Guck mal kurz nach. Steamer. Genau, der bringt nämlich gut Ausdauer, dehydriert uns ein bisschen. Das soll jetzt aber nicht so weit schaden. Wir haben ja auch noch Tee dabei. Dann machen wir einen schönen Kaffee- und Teetag. Und hauen hier auf die Bäumchen ein. Ich habe versucht, ob ich irgendwo was hören kann an Zombies. Ab und zu höre ich mal rein. Ich kann ja mal hier einen kleinen Bogen drehen. Nö, sieht alles gut aus. Dann hauen wir den schön hier mal zu Brei. So. Trinken ein Käffchen zwischendurch. Super. Und weiter geht's. Ja, und ihr seht, wir verlieren... Wir verlieren kaum was an, Steamer, solange wir den Kaffeeboost drin haben. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Wenn ich hier kurz aufhöre... Ja, seht ihr, dann steigt das richtig schnell an. Und der gilt 3 Minuten. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Da kriegen wir hier ein bisschen was weg. Da ist ein Nest.
Das lassen wir uns doch nicht nehmen. Und hauen hier den schön weiter. Ihr habt gesehen, ich hab natürlich vorhin ein bisschen was gegessen noch, bevor ich den Stream gestartet habe. Also nicht ich, sondern hier der Charakter, ne? In-game. Nee. Das heißt, da sind wir wieder auf voll. Wir haben jetzt 124 Wellness. Das ist auch schon mal ganz gut. Den Kram haben wir. Machen wir hier weiter. Also das ist jetzt natürlich nicht mega spannend. Aber muss ja auch gemacht werden. Immer hier eine Runde. Genau, hier die Teile. Wie heißen die denn? Und einmal die und einmal die. Hiervon stelle ich mal 10 Teile her. Oh, davon stelle ich auch mal 10 Teile her. Das kann er nämlich gleich nebenbei machen. Hoffentlich skillt es dann auch gleich noch ein bisschen. Wir hauen mal hier weiter drauf ein. Gucken uns natürlich ein bisschen um. Die Sonne geht schon auf. Ja, ist jetzt 6 Uhr am Morgen. Wir haben hier einen schönen Blick über unsere nette kleine Stadt. Halt ein bisschen Ausschau. Und fällen weiter hier ein paar Bäume. Das geht auf jeden Fall gut von der Hand. Wir müssen natürlich gucken, unsere Axt hält auch nicht ewig. Geht so. So. Haben wir den auch. Gehen hier mal weiter nach vorne. Hier sind ja auch noch Bäumchen. Was ist mit dem? Das ist immer noch leer. Okay, dann schnappen wir uns mal hier. Also 2 Bäume will ich auf jeden Fall noch fällen. Damit wir mehr... Ah, seht ihr, hier sind wir auch ein bisschen jetzt im Mining aufgestiegen wieder. Das ist auch gut. Genau, gleich lässt der erste Kaffee hier dann nach. Versuche mich mal hier so ein bisschen umzugucken. Wir müssen ja dann rüber zum Krankenhaus. Da ist ja quasi unsere Basis für die Blutmondnacht. Und das machen wir dann auch gleich. Oh, jetzt aber auch gleich unsere Axt kaputt. Schauen wir mal. Wie viele Schläge die noch macht, hätte ich was gesagt. Und da war's schon. So, reparieren die jetzt einmal. Perfekt. Und kann weitergehen. So, jetzt trinken wir mal wieder einen Kaffee. Zack. Wunderbar. So läuft das doch hier. So. Also ich bin ja selber überhaupt nicht der Kaffeetrinker. Ihr habt es ja sicher schon vernommen. Ich habe hier auch wieder einen Tee vor mir stehen. Schönen grünen Tee. Ein bisschen merkwürdig, aber hier im Spiel ist es halt so, der Kaffee bringt die Ausdauer zurück, der Tee, weiß ich gar nicht, bringt glaube ich ein bisschen Wellness. Sei es drum, ich bin wie gesagt eher der Teetrinker, aber hier im Game machen wir hier uns einen schönen Vormittag mit ein bisschen Kaffee und ein bisschen Picknick zwischen Bäumen. Zwischendurch mal die Axt ein bisschen geschwungen. Klingt doch super. So. Den haben wir auch. Dann schnappe ich mir mal hier die Samen. Oh, die jetzt? Ja, okay, die ist da reingelegt. Und lauf mal hier die Richtung. Und den Baum nehme ich noch mit. Bevor wir dann rübergehen zum Krankenhaus. Wie viel haben wir jetzt? Ja, ich wollte so knapp 1000 Holz haben. Ich glaube, das kriege ich hin. Und wichtig ist, wie gesagt, auch für mich so ein bisschen, dass ich wieder beim Level ein bisschen was mache, dass wir wieder aufsteigen. Ja, da. Mining Tools Level 4 wieder. Geht das Ganze eigentlich auch ein bisschen schneller von der Hand. Ja, gefühlt schon besser. So. Haben wir. Und dann laufen wir mal darüber. Das ist ein Reifen. Oh, das ist ein Zombie. Was gut ist, weil ich wollte ja mal unser Armbrot ausprobieren. Ups. Die muss man natürlich nicht mehr spannen. Aber irgendwie... Okay, jetzt haben wir ihn erwischt. Ah. Okay, also da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen.
sich anders. Nicht unbedingt schlechter, aber anders. So, wir brauchen noch mindestens eine Tür für da. Nehmen wir den Kaffee da raus. Wir setzen jetzt hier auf jeden Fall eine Tür. Schließen die mal ab, das machen wir sonst auch. Den Kram können wir hier entsprechend... Oh, nee, das wollten wir nicht. Die Teile brauche ich. 7. Kommt da eins hin. So, die reparieren wir hier nur. Sieht alles ganz gut aus. Wir gucken mal. Zombies sehe ich gerade nicht. Hier ist auch alles fein. Okay. Hier könnten wir später noch welche hinsetzen von den Teilen. Machen wir jetzt aber nicht. Reparieren erstmal die, die da sind. Okay, alles klar. Hier ist unser Aufstieg. Da drüben ist auch noch einer. Und hier haben sie sich beim letzten Mal durchgefressen. Das war aber nicht bei der Blutmondnacht, sondern letztens, als hier eine Horde lang ging. Das heißt, hier mache ich auf jeden Fall mal wieder... Reparieren wir das Ganze mal wieder. Genau, ich setze mal hier Spikes daneben. Machen wir mal so, dass die hier nicht wieder rüberlaufen. Und hier ist ja auch ein Aufstieg von uns angedeutet. Der ist dann gleich markiert und geschützt. Super. Gehen wir mal hier hinter. Die scheinen noch relativ intakt. Hier ist auch wieder ein Loch. Hat sich auch irgendjemand durchgefressen. Machen wir es auch gleich mal zu. Wie gesagt, wir machen jetzt hier alles wetterfest, würde man sagen. In dem Fall zombiefest. Hier hinten haben sie sich auch schon durchgeschlagen in den Innenhof. Das ist aber nicht so schlimm. Den kann ich eh nicht gut absichern. Das lasse ich also erstmal so. Genau, hier würde ich allerdings gerne noch die Ecke ein bisschen ausbauen. Habe ich gerade einen Zombie gehört? Okay, jetzt sind wir aufgestiegen, das ist auch gut. Nehmen mal den Aufstieg hier. Das ist Quatsch, erst draufspringen. So, dann sind wir oben. Genau, hier haben die Zombies letztens auch irgendwas weggeschlagen. Hier sehe ich jetzt allerdings gerade keine Zombies mehr. Okay. So, jetzt sind wir wieder oben. Hier sind unsere Scharten zum Runterschießen. Sieht gut aus. Hier drinnen ist noch was zu essen. Das Wasser nehme ich mal mit rüber. Ein bisschen was zu essen, noch mehr zu trinken. Das kann auch jetzt stacken. Was ich auf jeden Fall noch mitnehmen möchte, dann ist Waffen, also ein bisschen Munition. Ich gehe mal jetzt hier erstmal rauf. Hier sind jetzt auch erstmal keine unterwegs. Irgendwo ist unter uns ein Zombie, aber das ist nicht so schlimm. Genau, und hier gucke ich mal rein. Sehe ich erstmal niemanden. Okay, ah, hier oben gibt es noch Klimaanlagen. Auch ganz interessant. Können wir natürlich irgendwann mal abbauen. Hier sieht es auch nicht so aus, als wären hier Zombies gewesen. Geh mal runter. Genau, hier ist die Tür. Da ist anscheinend mal jemand gegengelaufen. Das heißt, ich schaue hier mal durch. Okay, ich sehe niemanden erstmal. Das ist gut. Mache ich hier erstmal zu. Mal hier durch. Ah, da drinnen sind sie gespawnt. Gehe ich mal runter. Guck mal, ob ich vielleicht den Kopf kriege. Sehr gut. Der läuft sehr komische Bahnen. Okay.
Okay, ich glaube, den haben wir jetzt auch erwischt. Sieht gut aus. Honig ist gut, den nehmen wir natürlich mit. Irgendwo ist jetzt hier noch ein Zombie. Ich habe allerdings gerade keine Ahnung, wo. Hier vorne nicht. Hier sehe ich auch keinen. Sehr merkwürdig. Eigentlich sollte jetzt der Bereich hier safe sein wieder. Schwer zu sagen. Gut, ich zerleg mal die Teile hier. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwo raus, wo er ist. Vielleicht ist er sogar draußen. Aber kann ja nicht sein, hier an der Leiter oder so. Macht ja auch wenig Sinn. Weil irgendwo hat er sich gerade durchgefressen. Man gehört. So, hier haben wir jetzt repariert. Das ist alles leer. Das funktioniert an sich. Auch interessant. Weil hier ist jetzt schwer zu sagen, wo er genau ist. Unter uns? Auf jeden Fall scheint er sehr nahe zu sein. Also ist wirklich laut. Wobei, die Lücke lasse ich mal. So, dann gucke ich mal kurz hier. Von den Frames baue ich mal noch 10. Dann gehen wir erstmal wieder hoch. Ich wollte ja vor allen Dingen hier kontrollieren, ob hier alles in Ordnung ist. Unter uns die Zombies sind jetzt auf jeden Fall weg. Wir können jetzt hier wieder hochlaufen. Teile einmal einsammeln. Und dann ist erstmal so das Hauptteil, was ich hier hatte. Ah, da kann man noch gucken, dass wir die Teile hier jetzt zumachen. Wie viel habe ich von dem? Naja, gar nicht mehr so viel Eisen. Aber wie gesagt, dass wir das hier safe kriegen, ist mir eigentlich schon wichtig. Gut. Haben wir jetzt hier quasi einen richtigen Bunker, wenn man so will. Hier ist noch... Okay. Hier haben wir auch noch einen ohne Fahrschein. Und dann haben wir jetzt hier eine schöne Stahl-Holz-Verkleidung. Hier auf der Seite nicht, aber da geht es eh raus. Das ist nicht so schlimm. Gut, also hier oben... Wartet mal. Hier habe ich ja noch... Genau, ich hatte hier noch ein Bier. Das packen wir mal rein. Gut. Dann haben wir eigentlich den Bereich hier erstmal abgegrast. Da drüben... Mal gucken, kommen wir hier rüber? So, haben wir auch den Bereich, dass man so da oben raufgehen kann. Das passt. Hier kommen wir die Treppe runter. So, und dann sind wir erstmal wieder unten. Natürlich hier mal ein bisschen gucken. Ich höre wieder mal einen Zombie. Weiß nicht genau, wo er ist. Aber das soll erstmal passen. Mal ein Stück hier zurück. Okay. Gut. Dann von diesen Spike-Teilen. Hups, Caps Lock an. Das wollte ich gar nicht. So, nochmal 20. Ja, kriege ich hin. Und von denen mache ich mal 1, 2, 8. Ist zu viel. Fehlt mir wieder Holz. Okay. Wir könnten aber natürlich irgendwo noch, da hinten sind ja Bäume, ich könnte natürlich noch einen Baum fällen. Vielleicht den hier, der steht hier eh so ein bisschen blöd an der Ecke. Macht sich vielleicht ganz gut, wenn wir den noch weghauen. Weil wir dann hier einen besseren Blick haben. Ich laufe hier mal einmal rum, ohne hinter mir in die Spikes zu treten, wenn es irgendwie geht. Achso, und ich sehe gerade, wir haben einen... Genau, dann sind es 8, weil wir noch einen haben. Ups, verdammt, jetzt bin ich mit der Teetasse gegen mein Mikro gestoßen. Ja, natürlich auch nicht clever. Müsste eigentlich mit der anderen Hand trinken, aber die brauche ich für die Maus. Ja, sorry, wenn es gerade irgendwie ein bisschen gerauscht hat.
schnapp mir mal den Kaffee hier. Trinken wir erstmal noch einen Schluck. Hier vorne ist schon wieder was ein bisschen kaputt gegangen. Ich habe ich wahrscheinlich vorhin nur übersehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier zwischendurch jetzt kaputt gegangen ist. Wie viel habe ich? Ja, okay. Und das andere brauche ich auch noch ein bisschen beim Zusammenbauen. Dann haue ich jetzt hier noch ein bisschen Bäume kaputt, solange wie ich noch Kaffee habe. Also, solange der Kaffee noch hilft. Ich will jetzt nicht alle 7 Kaffee trinken. Okay, sonst sieht alles ganz gut aus. Der Tag ist auch echt schön hier. Sonne scheint. Toll, ne? Wenn wir wissen ja schon, dass die Nacht wird nicht so schön. Haben wir den auch hier wieder. Mal kurz. Das reicht ja noch ein bisschen. Ich hau hier einfach noch ein bisschen drauf. Genau, und dann war noch die Idee, dass ich hier in den Seiten noch so ein paar Bäumchen pflanze. Also hier auf der Rückseite. Ja. Okay, hier passt nichts mehr, weil hier jetzt Ende ist. Super. Wir haben auch noch ein paar von den Kienäppeln, die hier. Können wir einfach hier hinpflanzen. Oh, wir haben 4 Stück. Ich dachte, wir hätten nur 2. Gut. Und hier noch ein paar von den Bäumen. Wie viel haben wir jetzt vom Holz? 600. Wir haben allerdings noch ein bisschen Kaffee. Das heißt, ich werde noch einen Baum fällen. Irgendeinen hatte ich ja auch schon angefangen. Gehen wir mal zurück dahin. Genau, den hatten wir angefangen. Den fällen wir jetzt noch. Und dann basteln wir weiter an der Basis. Ah, okay. Ich bekomme es auch mit links hin zu trinken. Ohne das Mikro anzuditschen. Reine Frage der Technik. Wobei jetzt ist die Tasse auch leerer. Vielleicht liegt es daran. Eieiei. Gut, wir sind auf jeden Fall im Mining ein bisschen aufgestiegen. Das ist gut. Geht das Ganze ein bisschen schneller hier. So. Dann haben wir noch 2 von den Kienäppeln. Die pflanzen wir natürlich. Irgendwo hier so. Da so. Okay. Super. Dann haben wir jetzt hier diese Wooden Spikes. Mal. Oh. Was ist denn hier passiert? War hier ein Zombie in unserer Abwesenheit? Das hatten wir doch heute schon mal repariert. Mal hier rein. Hier sehe ich jetzt erstmal niemanden. Machen wir mal die Tür wieder zu. Genau, und hier würde ich gerne noch diese Spikes setzen. Ja. Mich wahrscheinlich ein bisschen verschätzt. Verdammt. So. Ah, fehlen 2. Habe ich mich um 2 verschätzt. Na gut. 2 stelle ich noch her. Den Rest rüste ich aus. Und dann ist die Seite hier eigentlich relativ safe. Wenn wir da oben stehen, wo wir runtergehen können, kommen die Zombies ja quasi hier lang. So. Super. Passt. Achso, 2 von denen natürlich noch. Die sollten hier ans Ende. 1, 2. Wunderbar. Super. Da sieht das Ganze doch schon ein bisschen befestigt aus. Und die anderen Teile, die baue ich hier so als Vorbarrikade hin. Mal. Wartet mal. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. So. Komm mal hier rein. Da ist nichts drin. Das ganze Teil hauen wir mal weg. Ist uns gerade kalt. Sieht so aus, ne?
So. Hey. Super, das sieht doch hier schon jetzt nach danach aus, dass wir uns hier ein bisschen Mühe geben, den ganzen Kram zu verteidigen. Ah. Super. Oh, hier, ich mache hier einfach zu. Was denn hier? Ist hier offen. Genau, so. Können wir hier zwischen lang gehen? Sind relativ sicher? Ja, okay. Haben dann nochmal eine zweite Verteidigungslinie. Okay, sieht doch ganz gut aus. Können wir die noch upgraden? Nee. Okay, aber die können wir noch bauen, oder? 20. Dann baue ich davon noch ein paar. Und führe die hier vorne ran. Kann ich das wegnehmen? Oh ja, das geht sogar ganz gut weg. Sehr schön. Dann haben wir hier ein bisschen Platz, will ich hier noch schaffen. Dass man sich hier in Ruhe bewegen kann. Von da oben schieße ich quasi. Könnte eigentlich... ideal wäre so ein Außenring. Oh, das wäre doch eine gute Idee. Das mache ich jetzt als nächstes. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay. Bodenleiter. 10 kostet dann 40. Okay. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier noch von den Spikes was. Das hier mal 2 frei. So. Dafür baue ich hier dann... Boah, das gibt's doch nicht. Da kann ich keinen setzen, oder was? Warum nicht? Oh, was habe ich jetzt getan? Jetzt habe ich gerade Forged Iron verhauen. Wieso kann ich denn da nichts setzen? Okay. Also eigentlich sollte das so aussehen. Kann man hier so reingehen? Hier hinten kommt dann auch noch... Die sollen dann eigentlich mit dem anderen zu. Und hier sollte eigentlich der eine rein. Aber irgendwie... Kann es sein, dass da irgendwas liegt? Sieht so aus, oder? Als wenn da irgendein Metallteil liegt. Kriege ich ja bis morgen nicht weg. Okay, dann lasse ich es so. Soll mich jetzt nicht stören. Und... Ups, andersrum. Mach jetzt erstmal den anderen Plan. Gehe nämlich erstmal wieder nach oben. Möchte nämlich noch einen Bereich zum Schießen haben. Genau. Wäre ja hier schon möglich. Könnten das auch noch ein Stück nach unten versetzen. Dahin. Oder hier auf die Leiter. Das wäre doch eine Idee. So, den Kram reiße ich hier ab. Ah. Dann machen wir hier so einen Rundgang. Auch noch ein paar von den Frames. Moment, die müsste ich doch hier rüber kriegen. Ah, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass uns wieder das Holz ausgeht. Dann reißen wir hier noch die eine Leiter auf jeden Fall ab. Nicht, dass die Zombies hier zu hoch laufen. Hier haben wir ja auch noch eine Leiter aus Eisen, die wir beim letzten Mal gebaut haben. Das ist natürlich also nicht so clever gewesen. Aber wir reißen die jetzt erstmal ab. Die Leiter, die ich gerade dann gebaut habe, habe ich, glaube ich, ein bisschen umsonst gebaut. Egal, ärgerlich alles ein bisschen. Auch, dass wir unten dieses Iron verbraucht haben. Aber das passiert nun mal manchmal, dass man dann einfach ein bisschen übereifrig klickt und zack.
So, es ist jetzt schon wieder 14.46 Uhr. Das heißt, die Zeit rennt. Und nicht nur die Ingame-Zeit, ja, auch die andere. Oh Mann, knapp hier. Zack. So, und von hier können wir dann nämlich runterschießen. Sollte gehen. Hier müsste ich eigentlich noch einen ransetzen. Ob ich das hinkriege? Flackert nur. Ist zu knapp. Zack. Genau. Kann ich da vorgehen und der Rest wird dann da lang gebaut. Ihr versteht ungefähr, was ich vorhabe. Ich bedanke mich aber für diese Folge bei euch und wir sehen uns beim nächsten Mal 7 Days to Die. Bis dahin, macht's gut.